Ein Eisbär im Wasser. Philipp Zwiener hier beim Wassertraining in der Ameos-Klinik Geestland in Deppstedt. Philipp, was ist das für ein Gefühl, im Wasser zu sein und nicht auf dem Spielfeld? Ja, ich wäre natürlich lieber auf dem Spielfeld, das ist ganz klar. Trotzdem macht mir das Spaß hier im Wasser und vor allem ist es auch gut für mein Knie. Ich mache sie jetzt ja schon einige Wochen und es hilft mir vor allem auch, das Vertrauen in mein Knie wieder zu gewinnen. Das Wasser fängt da ein bisschen was von meinem Körpergewicht auf und das ist sehr gut, auch wieder ein bisschen mehr Belastung aufs Knie zu packen. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und nebenbei bekomme ich noch ein paar Schwimmstunden. Das ist auch sehr schön. Ich wollte gerade fragen, bist du auch eine Wasserratte, die so in der Freizeit gerne mal ins Schwimmbad geht? Ja, ich bin mehr derjenige, der ins Freibad geht im Sommer und dann eher auf dem Rasen liegt, als im Wasser schwimmt. Aber insgesamt, ich habe früher auch mal viel Schwimmunterricht genommen. Also ich gehe gerne schwimmen. Die Kniescheibe war kaputt, die wird hoffentlich ganz schnell wieder heil. Wann glaubst du persönlich, bist du wieder auf dem Feld? Ah, ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ich fühle mich hier in sehr, sehr guten Händen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe gute medizinische Betreuung. Ich merke auch, dass es jeden Tag einen Schritt vorangeht. Ich glaube aber auch, ich als Laie würde mal behaupten, das ist eine Verletzung, wo man nicht zu schnell wieder zurückkommen sollte. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder das Vertrauen in meinen Körper gewinnen, auch vor allem die Muskulatur wieder aufbauen. Und dann glaube ich, dass ich hoffentlich schnell der Mannschaft wieder helfen kann. Wie ich schon gesagt habe, es geht jeden Tag voran. Ich merke auch, dass ich mit dem Ball immer mehr machen kann. Aber ich möchte natürlich auch dem Körper jetzt nicht zu viel antun und deswegen werden wir jetzt von Tag zu Tag schauen. Muss man die Verletzung dann irgendwie auch aus dem Kopf bekommen, nach dem Motto, wenn ich mein erstes Spiel wieder mache, bloß mit der Kniescheibe, dass da nichts passiert, dass da ganz schnell auch der Kopf frei wird? Ja, ich glaube, das ist ja bei jeder Verletzung so. Also ob jetzt die Kniescheibe gebrochen ist oder irgendwas anderes, am Anfang wird das erstmal eine Umstellung sein. Aber ich glaube, meine Vorfreude auf das Basketballspielen ist so groß, dass ich das schon ausschalten kann. Und ich gucke einfach nach vorne und möchte wieder einen Ball in der Hand haben und der Mannschaft helfen. Und ich glaube, auch mit der Unterstützung des Teams werde ich das schnell schaffen, die Verletzung auch auszuschalten. Dem Team helfen, das ist, glaube ich, das Stichwort. Im Moment läuft es nicht ganz so rosig. Wie schätzt du die Lage aktuell ein, sportlich? Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich glaube, es ist momentan keine einfache Situation für keinen Beteiligten. Aber ich denke, dass wir das Potenzial haben, uns auch da selber wieder rauszuhauen aus dieser nicht schönen Lage. Ich glaube, wir haben genug Talent in der Mannschaft. Wir haben auch eine gute Kaderzusammenstellung und wir haben eine gute Chemie im Kader. Natürlich ist ja auch ein bisschen das Selbstbewusstsein eingeschränkt, das ist ganz klar, wenn man auch viele unglückliche Niederlagen hat, das muss man auch sagen. Trotzdem muss man natürlich auch realistisch sein. Wir alle wissen, wo wir stehen und jetzt großartige Reden schwingen hilft auch nicht, sondern ein bisschen jetzt Punkte her. Ich bin aber durchaus positiv gestimmt, dass uns das bald gelingen wird. Hand aufs Herz, muss man sich Sorgen machen um die Eisbären? Das weiß ich nicht, da bin ich sicherlich der falsche Ansprechpartner. Ich persönlich mache mir keine Sorgen, weil ich glaube, dass wir genug Qualität im Kader haben und auch genug Möglichkeiten haben, das Ruder wieder umzuschwingen. Und ich glaube, wir werden hoffentlich bald, aber ich bin sehr zuversichtlich, den Karren aus dem Dreck ziehen. Letzte Frage zum Schwimmen. Was hat der Philipp Zwiener? Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold? Oh, das ist eine gute Frage, da müsste man meine Unterlagen nachschauen. Genau, ist schon ein Weilchen her. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist eine gute Möglichkeit, jetzt ein bisschen meine Schwimmfähigkeiten zu verbessern. Und ich glaube, damals habe ich Gold gemacht. Also kein Seepferdchenstatus mehr? Kein Seepferdchenstatus mehr, ne.